Hallihallo zusammen, willkommen zurück zu Child of Light. Ha, ich habe gesagt, jetzt müssen wir den ganzen Weg zurückfliegen. So ein Quatsch aber auch. Wir haben doch jetzt die Karte Lemuras. Das heißt, wir könnten doch jetzt ganz simpel zum Altar fliegen. Oder ja, zum Mathildas Wald. Von da aus ist es ja schon nicht mehr weit, dass wir zu dem Baum kommen. Ich meine doch, da müssen wir doch hin. Das sagte Finn doch, oder? Ich kann ja noch mal schnell nachlesen. Rubella in Not, Grauen im Garten, Vertreiber am blühenden Baum in Mathildas Wald, alle dunklen Kreaturen aus Ausgarten mit Gewalt. Dann bin ich doch richtig, wenn wir dann jetzt einfach mal geschmeidig zum Altar reisen. Ja. Zack. Da sind wir auch schon. So, wir können ja auch einfach hier drüber fliegen. Das haben wir ja drauf. Nein, haben wir nicht. Okay, dann müssen wir doch zu Fuß gehen. Warum das denn? Ach so. Das wäre zu hoch gewesen. Verstehe, verstehe, verstehe. Ui. Oh, da war ein Hundi. Ich glaube, die sind aber alle noch viel schwächer. Oh, Finn ist als erstes dran. Wir haben gar nicht Aurora ausgewählt. Da müssen wir auch wieder gucken, dass wir das wieder richtig kombinieren, dass da... Ja, 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 ja. Was haben wir denn? Was haben wir denn da? Was sind denn das für Wesen? Die könnte Blitz sein. Oder was? Oder... Hm. Dann, was war denn da gut gegen Blitz? Wasser? Nee, eben nicht. Andersrum. Rennen wir die einfach mal nieder. Und du verknüppelst den Hund. Verwundbar durch Feuer. Da war ich ja sogar richtig mit meiner Vermutung. Ja, Erde, ne? Schaffen wir das denn noch zu überholen? Ich glaube nicht. Dann können wir hier eher wechseln zum Aurora. Und sie kann handeln mit einem Hieb. Und du auch. Ja, das ist jetzt nicht weiter tragisch, aber Aurora ist schon da und komm. Ja, okay. So, haben wir das auch schon erledigt. Oh, das gab aber trotzdem auch viele Erfahrungen, muss man ja sagen. Lalala. Wir fliegen weiter. Müssen wir jetzt gleich ja schon da sein. Oh. Oh, wir haben... Oh, diese Spinnen, die finde ich so eklig. Die finde ich so eklig. Schutz vor Leid alle. Oh, das ist, glaube ich, die schnellere Spinne. Warte mal, der... Ah, der Donner? Ist das richtig gewesen? Nee, war es nicht. Okay, dann war er vielleicht empfindlich. Oh, 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 alle? Oh Gott, dann weiß ich ja gar nicht, gegen wen ich jetzt zuerst kämpfen soll. Okay, die Spinne hat das Tempo erhöht. Dann machen wir erstmal den Fetten hier fertig. Eigentlich hätte ich die Spinne doch erst angreifen sollen. Die ich gerade... Damit ich die nach hinten schmeiße. Genau. Schaffe ich den noch zu, dich noch zu überrumpeln, dass ich den nach hinten schmeiße? Ja, dafür ist jetzt aber dann die Spinne wieder dran. So, dann jetzt die Spinne. Ah, die war jetzt schneller, was gemein. Aua! Das ist doch nicht zu fassen. Handeln, Heilung an Aurora. Oh, wow, 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 wow. Oh, geile Heilung hier. Supergeil. Gegen Licht war er nicht sonderlich empfindlich, glaube ich. Die Spinne ist aber jetzt als nächstes dran. Ja, also machen wir sie.
Manchmal, die nehme ich erstmal zurück. Ja, jetzt ist er wieder dran. Aua, aua, aua. Noch weiter erhöhen. Du spinnst ja wohl, du dämliche Spinne. Die ist aber noch nicht geschwächt. Ah, jetzt langsam, okay. Okay, Aurora, versuch mal einen Lichthieb auf diese Spinne. Schaffen wir nicht, war klar. Aua, Adoni. Boah, alle auf Rubella. Oh. Okay, Rubella, du bist dran. Dann mal gucken, dass wir die jetzt kaputt hauen. Ja, geht doch. Und die verlangsamen wir, aber dann kommt das Schwein jetzt dran. Manu! Dummes Schwein! Ich möchte das nicht! So, dann machen wir mal eine Lichtattacke hier auf die. Und auf wen haust du jetzt? Ah, du hast dich nur irgendwas hier so verschnellert oder so. Blödes Schwein. Du tänzelst mir immer noch zu viel. Sauber. Kaputt! Bühne ist kaputt. Aber gut überholt. Nach hinten geschmissen. Oh, kritischer Treffer. So, komm, jetzt mach dieses dumme Schwein hier kaputt. Ja, geht doch. Mein Gott. Ui, das gab auch wieder einiges an Erfahrung. Und einen ungeschliffenen Rubin. Hatte der alte Mann aus dem Dorf sein Haus? Mach dich bereit. Wir werfen die Eindringlinge raus, oder? Ich habe diese scheiß Spinne nicht gesehen. Jetzt fühle ich mich ganz schön dumm. Womit fangen wir an? Angriff auf doofe Spinne. Angriff, Lichthieb auf die Spinne. Sauber, dann haben wir die nämlich erstmal nach hinten gekloppt. Auf die. Dann kommt die auch wieder nach hinten. Bam. Wir müssen jetzt versuchen zu verlangsamen, ob wir das noch rechtzeitig schaffen. Oh. Okay, dann müssen wir uns jetzt erstmal verteidigen. Oh, Temposchub. Oh nein. Das will ich nicht. Ich will keinen Temposchub hier haben. Ich möchte doch nur hier die doofen Spinnen verkloppen. Die sind jetzt so schnell, das finde ich ja super scheiße. Nein, zurück, zurück, zurück. Licht auf die, los. Die ist jetzt noch schon fast down. Ja, die ist jetzt hier. Wie sieht es mit eurem Leben aus? Das ist okay. Verlangsam, verlangsam. Oh nein, die wird uns jetzt noch angreifen, denke ich mal. Wir versuchen es einfach mal. Nee, wir sind leider zu langsam. Rubella ist aber schneller, aber hat nicht mehr geschafft zu überholen, aber hat Aurora angegriffen. Das heißt, wir können jetzt hier unser Lichtchen einsetzen und haben die Spinne kaputt. Puh. Geht's weiter hier mit Kämpfen? Oh, ein Stufenaufstieg. Super. Oh, Finn auch. Super geil. Und ein ungeschliffener Smaragd. Müssen wir die hier alle besiegen oder was? Und erst dann geht's hier weiter. Anscheinend. Zwei fette Schweine. Die Spinne müssen wir, glaube ich, zuerst auf den Kopf kloppen. Erstmal aber das hier für alle. Dann versuchen wir doch als erstes mal diese dämliche Spinne zu entsorgen, sagen wir mal so. Ich hab die doch gerade eigentlich. Aua. Okay, Rubella, du musst dich erstmal healen. So, das ist der hier, okay. Das schaffen wir nicht. Wie, du unterbrichst mir jetzt, Rubella. Au. Du Arsch. Die Spinne ist schon wieder dran. Nein. Ich wollte die Spinne angreifen. Ah. Scheiße, jetzt kommt die Spinne sehr wahrscheinlich zuvor. Oh Mann.
Oh nein! Oh, hoho! Oh, Rubella besiegt! Oh, diese scheiß Gruppe Finn wechseln, ja. Okay. So. Gegen was sind denn diese scheiß Schweine empfindlich? Gegen Feuer? Oh, jetzt habe ich gar keinen Heal mehr. Ah, verwundbar durch Feuer, sauber. Oh, jetzt gehen sie auf Aurora, die Scheune. Diese dumme Spinne. Ja, dann kriege ich jetzt erstmal einen Lichthieb ins Gesicht. Hoffentlich als Treffer. So, der ist auch gegen Feuer verwundbar. Los, Finn! Ja! Boah, knapp. Und brenn ihn zu Klump! Sauber! Spinne, blöde Spinne. Ich hasse Spinnen, ich mag Spinnen nicht. Ist die jetzt eigentlich schon verkrüppelt? Ja, ist sie. Dann gebe ich dir jetzt hoffentlich den Gnadenstoß. Das Schwein ist auch schon, ja, ziemlich weit am Boden. Warte, lang. Versuchen wir einfach jetzt mal schnell kurz, um ihn zurückzuschmeißen, oder? Ja, sauber. Dann können wir nämlich jetzt mit angreifen. Und Finn, machst du jetzt den Gnadenstoß? Reicht das mit dem Schwert, mit deinem Stock oder nicht? Ja, es hat gereicht. Super. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob wir Rubella wieder ins Leben zurückholen. Oh, und ungeschliffener Rubin. Oh, wir haben es, glaube ich, geschafft. Da ist er. Der Arve. Nichts wie raus aus dem vermaledeiten Dorf, sag ich dir. Ihr plündert hatten sie es ohne mir. Mein Herr, befreit aus euer Garten von jeglicher Kreatur. Höchste Zeit, überall wächst Moos, es ist zum Kotzen. Mein armes Jün seid alles im Eimer. Über eure Belohnung könnt ihr wahrlich nicht motzen. Tut mir leid, Aurora, er spricht verbittert. Kein Wunder, sein ganzer Garten ist verwittert. Aber kannst du ihn vielleicht in ein Rotkehlchen verwandeln? Auftrag erfüllt. Grauen im Garten. Haben wir geschafft. Geschliffener Turmalin. Viermal. Ui. Aber erstmal haben wir noch ein paar Fähigkeiten. Und zwar Rüstung, MP. Dann kommen wir hier zu einem Stern. Das geht dann gegen alle. Gegen Angriff. Ist natürlich auch eine geile Sache. Aber Rüstung ist auch nicht verkehrt. So, und Rubella, was machen wir bei dir weiter? Wir sind jetzt so weit, dass wir schon Heilung Mittel haben. LP aufwerten, MP aufwerten, Leben. Wo kommen wir denn hier? Ja, dann machen wir erstmal hier. So, und Finn. Tempo aufwerten, erhöht das Tempo dauerhaft um 1. Aha. Da kommen wir dann zu dem Feuer etwas schneller. Ich weiß es nicht. Aber es wäre ja gar nicht mal so verkehrt mit seinen Zaubern. So, dann gucken wir mal, was wir hier für tolle Okulis bekommen haben. Der hier. Kann man da jetzt 4 Stück von nehmen und da passiert dann was mit? Facetierter Turmalin. Aha. Also das ist also die nächste, ja, sagen wir mal, Herausforderung, die da ist. Hergestellt geschliffener Rubin. Okay, dann möchte ich jetzt gerne mal gucken. Angriff verursachen mit einer Chance von 15% eine Lähmung, die 6 Sekunden andauert. Aha, versuchen wir das doch mal. Das ist gewährt zusätzlich EP nach Erfahrung. Feuerwiderstand. Verringert körperliche Schaden um 5%. Erhöht den Erdwiderstand. Er verringert den magischen Schaden, Wasserwiderstand. Okay, und hier mehr Leben. 4 Max MP. Erhöht die Magie um 4. Den magischen Schaden um 20, wenn die LP unterfallen. Beschleunigt die Vorbereitung um 6%.
Mehr Leben oder das? Nee, ich glaube, das lassen wir erstmal so weit. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich Rubella hier... Ach, sie ist schon wieder dabei. Ist schon wieder fit. Ja, natürlich praktisch. Das ist natürlich praktisch. Ich weiß, ihr wollt hier nur... Verschwindet, lasst mir in Ruhe mit meinen Sachen. Okay, was heißt, wo muss ich nun hin? Schauen wir doch mal. Karte Lemurias. Also ich glaube, hier kommen wir ja nicht weiter. Also müssen wir bestimmt hier irgendwo hin. Also erstmal zum Kapali-Dorf, um dann zu gucken, wo es dann weitergeht. So. Ich glaube, hier ging es hier weiter diesmal. Ich glaube, wir müssen mit Aurora erstmal ein Tränkchen nehmen. Inventar. Erstmal normales für Aurora, genau. Ja, Aurora. Ja, benutzen. Runter, ja. Das ist okay, das ist okay. Ja, das ist ja alles klar. Gut, dann haben wir das auch soweit. Dann sind wir wieder bereit für den nächsten Kampf. Oh, genau, diesen Kerl haben wir schon beim letzten Mal gesehen. Da müssen wir noch gucken, was wir mit diesem Kerl machen. Der hat drei Beine und wir greifen ihn von hinten an. Das ist auf jeden Fall ein Pflanzenmensch. So, der Hund ist schneller. Okay, Aurora. Dann... Lichtstrahl. Ich möchte gerne wissen, was dabei rauskommt. Okay, und Finn umhasst Feuer, weil er sieht mir schon so aus wie ein Baum. Also so. Oh, One-Hit. Wow, wow, wow. Das war stark. Und du auch One-Hit mit Feuer? Komm, sag mir, dass du Feuer nicht abkannst. Verwundbar durch Feuer. Sauber. Verlangsamen wir dich mal. Kriegst jetzt noch einen Schlag ins Gesicht. Zack. Ist wieder zu weit nach hinten unterbrochen. Und Finn macht glatt. Setz dich nochmal in Flammen. Jetzt geh kaputt. Du gar nicht erst dazu kommst, irgendwas zu tun. Tja, das ging ja fix. Ich hätte da jetzt irgendwie was Härteres erwartet, aber gut. Da war eindeutig, dass der ja so ein hier wird man lang geböt. Da waren wir schon. Da müssen wir vielleicht warten. Jetzt kommt da gerade ganz böser Wind. Jetzt versuchen wir hier rüber zu kommen. Okay. Boah, was für ein Wind hier. Aber da müssen wir hin. Ah, da kommen wir auch so hin. Super. Zaubertrank. Müssen wir da unten irgendwie hin? Oder war das jetzt nur da? Ah, dann prüfen wir mal. Oh nein. Oh Gott. Oh. Links zum Rambertenebenen und rechts zum Okay. Drücke leer, um zu rasen. Verstehe. Boah, was für ein Wind hier. Also wirklich. Wir müssen da, glaube ich, schnell sein. Okay, okay. Ich hab's verstanden. Oh. Okay, so nicht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Wie konnte ich die übersehen? Jetzt lass doch mal nach hier, du Wind. Geschwind, damit ich hier lang kann. Nicht vorbei. Oh. Oh mein Gott, was ist das hier für ein Kack jetzt? Ernsthaft. So. Warten wir, bis der Wind durch ist. Ich hoffe, da unten in die Kuhle können wir hin. Und. Huch! Oh. Was haben wir gefunden? Magieresistenz Sternstaub, okay.
Na jetzt. Und los, weiter und hoch. Okay. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach hier. Und los, hoch, hoch, hoch. Ah, super. Zu viel Gefühl. Ach, ich weiß doch auch. Aurora, wofür man einen Vater braucht. Vater bringt mich nachts ins Bett. Hält mich, wenn mich ein Albtraum hält. Wenn ich einen Albtraum hätte. Immer weiß er, was ich brauche. Er ist mein bester Freund und immer nett. Ein einziger Vater halt tut das? Darin sind Väter richtig gut. Na gut, dann gucken wir jetzt mal, was uns hinter dieser Ebene erwartet. Den Winter haben wir gerade geschafft zu bekämpfen. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss zusammen.